Hallo liebe Videochecker da draußen, Zeit für ein Spontan-Video. Die Top 10 beliebtesten Produkte momentan in der Corona-Krise. Was die Leute kaufen, wo sie meinen, was sie brauchen, wo sie mit eindecken. Und es geht so ganz in die Richtung von Prepper-Artikeln. Und ich würde sagen, nach dem Intro checken wir einmal ganz kurz die Top 10-Liste von Corona. Erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Paul Kramer vom Videocheck. Und ich sehe ja über die Listen von Amazon, was gekauft worden ist, über meine Videos, was für Produkte da wirklich momentan durch die Decke gehen. Und man merkt auf jeden Fall, dass die Leute sich eindecken, dass sie Produkte suchen, die für den Krisenfall sind. So typische Prepper-Produkte nenne ich die immer, so Survival-Sachen. Aber es sind auch total atypische Produkte dabei. Und ich habe das in so einer Top 10 zusammengefasst. Und was ich nicht ganz verstehe, ist, dass auf Platz Nummer 1 dieses Teil hier ist. Ich meine, das Ding ist richtig gut. Das ist ein Benzinkocher. Damit kann man, da kann man Benzin reinmachen, kochen. Das benutze ich hier auch im Boot. Wenn ich drinne Schnitzel brate, dann riecht das wie Sau. Und deswegen benutze ich so ein Gerät hier, um mir was draußen zu machen, was vielleicht brutzelt oder so. Und den Rest, die Kartoffeln, kann man drinne kochen. Aber das momentan wirklich auf der Rangliste Nummer 1 der meistgekauftesten Artikel bei Amazon. Keine Panik, ist auch noch vorrätig. In meinen Augen haben wir aber jetzt keinen Bedarf, dass hier auf einmal das Gas oder das Stromnetz oder sonst irgendwas ausgeschaltet wird. Aber ich denke mal, verkehrt ist sowas auf jeden Fall immer. Hier ist das Sportboot Sarah. Ich fahre von dem Elisabeth-Fink-Kanal in den Küstenkanal. Bei Kilometer 29,3 ist hier ein Berg- oder Talfahrer in der Nähe. Auf jeden Fall, was ich jetzt eher gedacht hätte, das wäre dieses Teil hier. Dass das auf Platz Nummer 1 ist. Denn das Teil tötet alles ab. Das ist ein Ozongenerator. Und Ozon tötet auch Viren ab. Das setzt man eigentlich dazu ein, oder ich setze es dazu ein, um im Auto beispielsweise Gerüche rauszukriegen. In der Stretch-Limo hatte ich das immer drin. Oder im Haus oder sonst irgendwas. Und dafür wird sowas genutzt. Und zum Desinfizieren der Wohnung hätte ich jetzt gedacht, sowas, das wäre auf jeden Fall jetzt angebracht. Beziehungsweise wäre es in meinen Augen auch für Arztpraxen oder Geschäfte oder sonst irgendwas super nützlich, wenn man sowas jetzt hätte. Aber Pustekuchen, 2 Stück bis jetzt diesen Monat verkauft, völliger Durchschnitt. Und das ist auf jeden Fall in meinen Augen schon ich muss mal ganz kurz gucken, wir fahren hier wieder aus dem Elisabeth-Fink-Kanal raus. Ah, ist alles frei. Auf jeden Fall hätte ich jetzt gedacht, dass das Ding wirklich in der Krise bzw. bei solchen Bakteriensachen oft gekauft wird, aber Pustekuchen. Auf Platz 2 ganz klar auch wieder so ein Prepper-Artikel, das sind Taschenlampen. Ich meine, so eine Taschenlampe ist nie weg, aber die verkaufen sich momentan wirklich gut. Aber ich glaube auch da nicht, dass es unbedingt erforderlich ist. Ich meine, klar sollte jeder eine Taschenlampe zu Hause haben, ob man jetzt so ein Luxusmodell für 120 Euro hat oder ein Modell, was vielleicht nur 5 Euro kostet. Vielleicht sollte man dann auch eins nehmen mit Kurbelwelle, weil da ist man unabhängig von irgendwelchen Stromquellen. Aufgeladen werden muss so ein Ding ja auch wieder, beziehungsweise neue Batterien gekauft und so weiter. Oh, da ist jemand am Angeln. Auf Platz Nummer 3, für mich auch völlig unverständlich, das sind auf jeden Fall diese Dinger hier. Das sind Skull Shaver. Damit rasiert man sich den Kopf. Und man macht das hier an, hier ist auch eine Prozentanzeige, habe ich auch vorgestellt. Und die Friseure haben ja noch offen. Ne? Damit kann ich meine Haare hier stutzen. Das ist quasi wie so ein normaler Rasierer fürs Gesicht. Nur eben so, dass ich damit besser meine Haare kürzen kann. Die Friseure, die haben ja noch offen. Ich gönne es jedem Friseur, der sein Geld noch weiterhin verdienen kann. Gar keine Frage. Und ich kann es auch verstehen, dass die weiterhin, so lange bis das verboten ist, weitermachen. Weil man hat gerade angefangen, hat wenig Rücklagen oder sonst irgendwas. Jetzt war gerade das Januargeschäft bzw. Frühjahrsgeschäft. Das ist ja immer ein bisschen ruhiger als das Weihnachtsgeschäft. Und von daher kann ich verstehen, dass da noch weitergearbeitet wird.
Und da werden sich wahrscheinlich jetzt einige vorsorgen. Ich meine, für Frauen ist das nichts, aber so Leute wie mich, die können sich damit super die Haare schneiden. Aber das Ding ist tatsächlich auf Platz Nummer 3. Platz Nummer 4 sind die Stopfmaschinen. Ich habe diese OCB Mikromatik, heißt die, glaube ich, vorgestellt, mit so einem großen Hebel. Da kann man Zigaretten mit stopfen. Und diese Stopfmaschinen verkaufen sich eigentlich immer gut vor Silvester oder Neujahr. Wenn die Leute wenig Geld haben oder das Geld für andere Sachen ausgeben, dann merkt man auf jeden Fall, die Anzahl der gekauften Stopfmaschinen steigt. Ist natürlich rückläufig mit den Jahren, weil immer weniger Leute auf jeden Fall rauchen. Aber Stopfmaschinen auf jeden Fall auf Platz Nummer 4. Platz Nummer 5 ist ein Artikel, der momentan auch durch die Decke geht. Ich glaube, durch die Kurzarbeit oder viele Leute sind zu Hause und da bestellen die sich Laubpuster. Ne? Makita Laubgebläse, der absolute Kracher, auch das Teil geht durch die Decke und wird häufig gekauft. Ja, wer einen Garten hat und sowas, der kann natürlich jetzt schön draußen was machen oder die Zeit nutzen, wenn es mal nicht regnet. Heute ist wieder schlecht. Die letzten 3 Monate war es irgendwie schlecht, aber momentan die letzten 4 Tage davor waren eigentlich ganz gut. Und deswegen merkt man auf jeden Fall, dass die Leute anfangen, draußen was zu machen, sich zu beschäftigen. Wenn man schon nicht zu Verwandten, Bekannten oder Veranstaltungen hin kann, dann möchte man wirklich was tun. Und da tun mir halt die Leute leid, die in einer Einzimmer-, 2-3-Zimmer-Wohnung wohnen und nicht mal einen Balkon haben und nicht raus können. Ich meine, noch haben wir Glück, wir haben keine Ausgangssperre. Ich rechne aber fest, dass wir so eine Ausgangssperre bekommen werden. Nur ist Deutschland immer ein bisschen langsamer mit allen Sachen als die anderen Länder. Und ich halte das auch für sinnvoll. Bei mir kann nichts passieren, sage ich mal so. Ne? Aber ich möchte das nicht verantworten, dass ich irgendwelche älteren Leute mit anstecke. Das könnte ich gar nicht verantworten. Da wäre ich doch mein Leben nicht mehr froh, wenn die dann wegen mir sterben. Wenn ich jetzt Oma, Opa oder irgendwelche Bekannten oder kranke Menschen besuche, das könnte ich gar nicht verantworten. Und deswegen halte ich so eine Ausgangssperre, weil sich ja so eh niemand dran hält, für sinnvoll. Ihr könnt ja gerne reinschreiben, wie ihr darüber denkt. Ausgangssperre ja oder eben nein. Dann haben wir den nächsten Punkt, der 6, wieder ein typischer Prepper-Artikel. Und zwar ist das der Stromerzeuger. Stromerzeuger, also mit Benzin betriebene Stromerzeuger, sind eine super Sache. Wobei ich jetzt momentan auch nicht glaube, dass wir hier einen Zusammenbruch des Stromnetzes haben. Zumindest wollen wir es nicht hoffen. Und wer aber eine Gartenlaube hat, viel arbeiten möchte jetzt und keinen Strom da hat oder sonst irgendwas, für den ist sowas natürlich super. Kann natürlich auch sein, dass das Zufall ist. Das Frühjahr fängt an, dass der Artikel jetzt auf einmal besser boomt. Aber ich vermute, dass es doch tatsächlich an der Krise liegt. Daran merkt man auch, das ist nämlich der nächste Punkt. Und zwar Punkt 7, Gesellschaftsspiele, Computerspiele. Viele Computerfirmen bringen jetzt nochmal schnell das neue Spiel raus, was vielleicht erst für später geplant worden ist. Weil jetzt sitzen die Leute zu Hause, jetzt haben die Leute Zeit und das finde ich eine coole Sache, dass auch gerade Gesellschaftsspiele, die sich sonst eigentlich nur vor Weihnachten verkaufen, jetzt wieder rauskommen, dass sich tatsächlich auch mit den Kindern zu Hause beschäftigt wird und die nicht nur einfach vor den Fernseher abgesetzt werden. Klar, das ist eine harte Zeit, gerade wenn man nicht raus kann oder irgendwo wohnt, wo man nicht rausgehen kann, weil man keinen Garten hat, dann sitzt man in der Bude und das ist echt ätzend. Die Kinder sind nicht ausgelastet, deswegen finde ich das toll, dass sich Leute da trotzdem mit befassen, sag ich mal. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ne? Aber ist ja so, ne? Dass man auch was macht. Dass man das Beste draus macht aus der Situation. Und deswegen halt Platz 8 wahrscheinlich mit Polierscheiben. Nochmal schnell, bevor der Virus da ist, die Karre polieren, ne? Was soll denn der Nachbar denken? Nein, ich denke, hier ist es der Punkt halt, dass es ja daran liegt, dass dass mehr Zeit vorhanden ist, Kurzarbeit. Ganz viele Leute, hier VW ist geschlossen, das rappelt jetzt eins nach dem anderen. Die sitzen alle zu Hause und da musst du ja irgendwas mit deiner Zeit anfangen. Und das liebste Kind des Deutschen ist das Auto. Und ich denke mal, deswegen Poliermaschinen fürs Volk. Kommen wir zu Platz Nummer 9, das sind Kurbelradios. Auch wieder so ein typischer Prepper-Artikel. Gut, die Dinger sind nie weg. Der Nachteil ist natürlich, hat man sowas 2 Jahre in der Schublade liegen, ist der Akku dermaßen entladen, dass er sich auch nicht mehr laden lässt. Den müsste man quasi alle 3 Monate regelmäßig kurbeln. Das macht keiner. Kurbelradio halt auch hier wieder, halte ich für überflüssig. Ich glaube nicht, dass wir hier so sehr Probleme bekommen, dass wir ein Kurbelradio brauchen. Jeder hat noch ein Autoradio oder sonst irgendwas oder ein normales Radio zu Hause. Und klar, es könnte sein, dass das Internet zusammenbricht, weil ja viele Leute
auf einmal Zeit haben, im Internet unterwegs sind, Filme gucken und so weiter. Deswegen denke ich auch mal, die ganzen Aktien von Netflix und so weiter werden doch ganz gut noch Kursgewinne machen. Punkt Nummer 10 ist für mich auch ein Punkt, Bücher. Man hat Zeit zu lesen, wenn man Kinder hat, ist es eher schwierig. Aber Punkt Nummer 10 ist definitiv ein gutes Buch lesen. Ich habe mir auch eins bestellt und hoffe mal, dass ich das noch durchbekomme, bevor Corona zu Ende ist. Und ansonsten denke ich mal, ist das eine ziemlich kuriose Auswahl an Top 10 Corona-Sachen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr euch so bestellt habt oder was ihr euch jetzt zuletzt bestellt habt bei Amazon. Man muss auf jeden Fall ganz klar sagen, dass das Online-Geschäft gestärkt wird momentan, noch, solange Geld da ist, weil wenn man Kurzarbeit hat, dann hat man auch nicht mehr Geld. Ich denke mal, dass es dann übernächsten Monaten abflacht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Leute, die Kurzarbeit haben, gut über die Runden kommen, weil es muss ja auch alles, das ist ja so immer schon alles am Limit, ne? Das Geld ist ja nicht mehr das wert, was es früher wert war. Das Auto muss weiter finanziert werden, das Haus muss weiter finanziert werden und so weiter. Und viel wichtiger auf jeden Fall ist, dass alle gesund bleiben, dass man niemanden ansteckt und Rücksicht auf jeden Fall auf andere Leute nimmt. Ich habe euch die ganze Top 10 plus den Ozongenerator nochmal in einem Video in die Infobox verlinkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt Videocheck mit, sei leise, Paul Kramer. Ciao.